Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch eingefunden habt bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay of the Week. Und heute haben wir den Warfighter Tank 98 aus dem Clan Kassner. Und der ist ja mit dem Type 62 unterwegs. Und der Type 62 hat ja praktisch jetzt hier Hochkonjunktur, denn, naja, die leichten Panzer sind natürlich gerade sehr beliebt mit dem neuesten Update, denn jetzt haben sie ein Matchmaking, mit dem sie ordentlich mitspielen können, und gerade der Type 62 ist natürlich die Mini-Version in der leichten Fassung von Type 59, also wirklich ein spannendes Gerät, und der erlebt jetzt genauso wie der Type 64 gerade so eine kleine Renaissance, ein kleines Survival, kann man sagen. Ja, und schauen wir mal, was hier der Warfighter Tank dann damit so anstellen kann. Er macht hier schon mal die ersten Gegner alle auf und findet hier den Schweden. Da gibt sofort den ersten Hit und jetzt ist er offen. Oh, der geht meilenweit drüber. Die Arti hat sich zwar für ihn hier interessiert, aber stunt ihn nur. Er hat sofort hier den Stun weggemacht. Und jetzt geht es hier direkt weiter. Und ihr seht mal, was da in der Mitte alles los ist und was er halt auch aufmacht. Also fleißig ist er auf jeden Fall. Und da sammelt er natürlich auch dementsprechend gleich hier die Unterstützung dafür. So soll es auch sein. Der Churchill, auf den kommt er so gut wie nicht drauf, denn da war wenig Silhouette, die zu beschießen war. Muss jetzt aufpassen auf den AMX-12T, der da im Hintergrund rumwurschtelt. Und jetzt müsste er den da eigentlich mal wegmachen, weil der ist natürlich gut zu beschießen. Ja, und da kommt ein Ziel. Der andere fährt nicht wirklich weg. Das gibt ihm hier die Möglichkeit, weiter drauf zu ballern. Ihr seht die Flugbahn der Granaten. Die ist so ein bisschen bauchig. Also da ist, muss man gut vorhalten im Zweifel. Aber hier konnte er da ganz entspannt drauf schießen, ohne weitere Probleme. Das ist natürlich am allerbesten. Hat schon 2000 Unterstützungsschaden und 1400 gemacht. Und leider den Churchill hier nicht wegmachen können, sonst wäre das der dritte Kill gewesen. Aber muss auch so gehen. Der Emil, den kann man auch so gut beschießen. Er hat leider keine HE-Granaten dabei, weil natürlich für den Emil könnte man auch gut mal mit HE ballern. Aber dafür, dass er hier in der Mitte alles klar macht, muss man einfach sagen, ist fantastisch. Jetzt orientiert er sich mal in der Mitte so ein bisschen um. Aber da kommt er jetzt wieder auch gut auf den T-32 seitlich drauf. Der ist ja gerade am Hochfahren. Der will nämlich den AT haben. Und dadurch hat er jetzt hier die Möglichkeit, dem immer weiter hinten reinzuballern. Jetzt ist er leider oben angekommen. Das heißt, er kriegt jetzt davon mal nichts mehr. Schade, dass er den T-32 da nicht wegmachen kann, weil der hat natürlich nicht mehr viel Hitpoints, beziehungsweise ist jetzt zerstört. Und er bleibt weiter auf seinen 2 Kills hier sitzen, obwohl er jetzt schon fast zusammengerechnet 4300 Damage mitmachen konnte. 7-6 für das Gegnerteam, also da ist noch alles offen, aber natürlich hat das Gegner-Team hier leichte Vorteile durch den einen Panzer mehr. Wobei, man muss aber dazu sagen, auf der Karte ist der Angriff auch nicht so leicht.
persönlich verteidige ich hier definitiv lieber als anzugreifen. Aber ich glaube, da hat jeder wieder selbst so ein paar Präferenzen. So, jetzt könnte sich mal langsam so ein bisschen für die Artis interessieren, aber jetzt kommt erstmal noch der Emil. Ja, Nummer 1 und jetzt schneller Reload vielleicht. Ah, da hat aber nichts gefehlt. Ganz, ganz kleines Fitzelchen nach oben und der Kill wäre da klar gegangen. Aber wie gesagt, jetzt sollte er sich vielleicht mal die Artis holen und das wird er wohl auch machen. Es sind 3 Stück, da muss man aufpassen. Aber die erste hat schon mal losgeballert, während er hier gerade hochgekommen ist. Also von dem her kann er die jetzt in Ruhe wegnehmen und schießt sein Team da wieder ein bisschen zum Anschluss-Hit oder Kill, kann man sagen. Und da hat er jetzt alle offen. So, erstmal die Lorraine. Und hier die M44-Arti, die checkt es noch nicht so ganz. Aber da sogar mit Munitionslager braucht er nur einen Treffer. Jetzt hat er seinen 5. Kill damit schon klar gemacht. Die 3-Kill-Medaille hat er sich auch geholt. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Sorry. Ist aber auch egal, denn jetzt will er noch den Emil haben, um den Krieger auch klar zu machen. Und dann muss er auch mal langsam wieder Richtung Basis, weil da nimmt der VK gerade ein. So. Sehr schön aus der Fahrt rausgenommen, um den Krieger zu holen. 2 Kills bräuchte er noch für Radley Walters. Die Pool ist schon durch. Die kriegt er in keinem Fall mehr. Jetzt hat er keine normalen Granaten mehr. Das heißt, jetzt wird Premium geballert. Aber gegen den VK kann man das schon mal machen. Der FV in der Mitte hat sich da jetzt droppen lassen. Und der T71 ploppt da jetzt auch auf. Also das heißt, jetzt ein bisschen vorsichtig fahren. Da ist er jetzt offen. So, aber jetzt kommt er wieder gut auf den VK ran. So. Und jetzt noch einen für den 7. Jo, der saß. 3999 Damage damit. Und ich finde es auch immer wieder schön, auch im Replay of the Week mal Panzer zu zeigen, die man eben nicht so häufig sieht. Und den Type 62, da müsste ich echt sehr lange überlegen, wann ich den das letzte Mal gezeigt habe. So, ja, der T71 macht es jetzt hier clever und fährt jetzt hier den T34. Aber ich habe es gerade mal nachgeschaut, weil ich das letzte Mal den Panzer gezeigt habe. Vor 3 Monaten, davor vor einem Jahr und davor vor 3 Jahren. Also viele Videos gab es mit dem in der gesamten Zeit noch nicht. Und dafür, dass ich doch sehr, sehr viele Videos bringe, muss ich sagen, ist das schon wirklich selten. So, seine Radley Walters hat er jetzt damit ja auch geholt. Jetzt ist nur noch der FV am Start. So, der hat ihn jetzt hier gekettet und jetzt FV gegen ihn, aber der T34 ist hier der Spielverderber und beendet das Ganze. Damit hat er 8 Kills gemacht, hat sich hier die Radley Walters geholt, den Aufklärer selbstverständlich auch und 2,2k Basiserfahrung. Also wenn das nicht ausreichend für einen Replay of the Week ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, lasst gerne einen Daumen da oder falls ihr mich das erste Mal besucht habt, ein Abo, freue ich mich auch sehr. Ansonsten alles Gute, euer Alcaramba.